Hallo und herzlich willkommen zu einem außergewöhnlichen Let's Play. Und das Ganze ist Heroes of the Storm. Ja, was soll ich sagen? Die alten Helden des Blizzard-Universums haben mich zurück. Und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Und ich dachte, ich mache dort mal ein kleines Let's Play drüber. Ich spiele mal die besagten Helden an. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Und ich werde ein bisschen dazu erzählen. Und wie gesagt, das ist ja sind die gesamten Helden vom Blizzard-Universum. Wir haben hier zum Beispiel den Abatur. Wir haben Anubarak. Wir haben Arthas. Wir haben hier Asmodan. Wir haben den Chen. Wir haben den Diablo. Wir haben ETC, Falstart, Funkelchen, Gaslove. Wir haben Illidan, sehr bekannter Held. Wir haben die Jaina, die Kerrigan. Dann haben wir den Kleinen. Dann haben wir die Lilly. Lost Vikings aus einer der ersten Spiele von Blizzard. Malfurion. Weiter geht es mit dem Muradin. Mit Morki. Mit Nasebo. Mit Nova. Mit Raynor. Rega. Sergeant Hammer. Dann haben wir noch die Sonja. Tassadar. Der Trall ist auch dabei. Tychos. Tyrael, Tyrande, Usa, dann sogar die Valar, dann die Zagara und zuletzt noch Serathul. Das sind alles so diese Helden aus dem Blizzard-Universum und man hat natürlich jetzt die Möglichkeit in Heroes of the Storm diese Helden zu spielen, mit denen wir ja eigentlich oder für die wir eigentlich gekämpft haben in World of Warcraft, in Diablo oder wie gesagt in StarCraft, entschuldigt. Und wie gesagt, jeder Held, zum Beispiel Illidan, auch hat so seine eigenen Fähigkeiten. Und das hat halt jeder Held hier. Wir haben hier zum Beispiel Hechten. Mit einem Salto über einen Gegner sprintet zum Zielpunkt und fügt Gegnern auf dem Weg dorthin Schaden zu. Entrinnen weicht automatischen Angriffen aus von Gegnern aus und Rachedurst. Automatische Angriffe heilen einen Teil des verursachten Schadens und verringern die Ablenkzeit der Fähigkeiten. Das sind so, wir haben hier immer Grundtalente sozusagen. Von den Helden, die natürlich ausgebaut werden können von Stufe zu Stufe. Man sieht hier 20 Stufen. Man fängt mit 0 an oder mit 1. Hat am Anfang weniger Talente zur Verfügung. Und mit dem Laufe der Zeit, mit dem Levelaufstieg der Helden selber, kann man ja halt auch weitere Talente dazu nehmen und sich so seinen Helden eigentlich zusammenbasteln. Das sieht man hier jetzt hier, dann kommt hier Todesurteil, wenn man die Stufe 4 erreicht hat, teuflische Reichweite, Feuerbrand, durstige Klingen und so geht das weiter. Alle drei Stufen bis neue Talente und wie gesagt, das zieht sich bis zur Stufe 20 hin. Ab 10 gibt es heroische Fähigkeiten noch dazu, einmal die Metamorphose und die Jagd.
das Ganze dann nochmal, hat man dann eher bis 20 diese ganzen Skills. Und wie gesagt, wenn man ja alle erlernt hat oder gekriegt hat, je nach Levelaufstieg, dann kann man sich dort sein Skill, den Helden, zusammenstellen. Und wie gesagt, es gibt auch Reittiere. Und halt, wie gesagt, Skins, muss man dazu sagen, man hat hier den normalen Skin, den Elite-Skin, den man nachher freischalten kann mit der Stufe 10 des Helden. Kann man natürlich kaufen für Gold oder man für echtes Geld kann man sich ja seinen eigenen Helden selber gestalten. Aber wie gesagt, das ist dann echtes Geld und muss man überlegen, ob man das macht oder nicht macht. Jedenfalls, wie gesagt, das ist jetzt, wie gesagt, ein Held. Alle Helden haben hier Fähigkeiten, Grundtalente, die nachher ausgebaut werden können oder verbessert werden können. Und so sollte es sein. Und ich muss sagen, ich habe ja hier, sieht man ja schon, ein bisschen gelevelt. Und ich habe, das ist ja eine Beta-Version von Heroes of the Storm. Ich habe mir das Gründerpaket gekauft und dort waren halt schon vier Helden dabei. Einmal der Raynor, dann war die Valar dabei, die Tyranne war dabei und der Diablo war dabei. So, und dadurch habe ich den Zugang zur Beta gekriegt und kann mit diesen Helden halt spielen. Oder ich kann mir, wie gesagt, halt den Helden auch kaufen. Für echtes Geld, für Gold. Sieht man hier, ich habe hier 4000 Gold momentan. Ich habe mir schon zwei Helden dazu gekauft. Habe dadurch das Spiele Gold, das man halt kriegt. Am Anfang kriegt man noch mehr Gold, aber im Laufe der Zeit halt gibt es halt Quests, die man erledigen muss mit bestimmten Helden oder mit bestimmten, wie gesagt, hier zum Beispiel, das ist ein Kriegertalente, also ein Krieger. Und dann gibt es halt Tagesquests, da muss man das halt nur mit dem Krieger machen und kriegt ein bisschen Gold dazu. Für jedes gewonnene Spiel gibt es noch 30 zusätzlich Gold und wenn man verliert, dann ist es, gibt es noch 20 Gold. Und so kann man sein Geld ein bisschen ansparen, sein Gold, und kann sich nachher einen dieser Helden freikaufen. Als Beispiel, zum Beispiel hier Arthas, kostet hier dann 7000 Gold. Und wie gesagt, dann haben wir natürlich auch noch Asmodan für 10.000 Gold. Die lernt man aber alle im Game kennen und spielen. Und Blizzard hat das natürlich auch gut gemacht. Jede Woche gibt es neue Helden, die man spielen kann. Und dort bleibt eben auch die Stufe erhalten. Dann wechselt das wieder von Woche zu Woche und man hat dann wieder andere Helden zur Verfügung. Also man muss sie nicht unbedingt kaufen, man kann auch mit den Helden so spielen, wie man hier sieht. Habe ich ja schon ein bisschen gelevelt. Hier die Jaina und den Illidan sind bei mir auf Stufe 5. Wenn man die Stufe 5 erreicht hat, gibt es nochmal 500 Gold dazu. Und wie gesagt, es ist nicht mein Held, man kann ihn kaufen, sieht man, den habe ich noch nicht. Als Beispiel habe ich den Trall mir mal geholt für das erste Gold, was ich verdient habe. Hier sieht man, den habe ich schon in meinem Pool und kann mit ihm auch halt spielen und weiter leveln. Aber wie gesagt, es sind die Quests, die man erfüllen will und halt damit man auch ein bisschen Gold dazu kriegt, dass man sich dann irgendwo seinen eigenen Helden nachher kaufen kann für Gold. Es ist interessant, macht Spaß, es suchtet wirklich, das kann ich nur empfehlen. Und ich muss sagen, ich bin erstmal sehr begeistert, dass Blizzard wieder so ein Spiel gemacht hat, auf die Beine gestellt hat. Und wie gesagt, die alten Zeiten haben mich eingeholt und deswegen ist es für mich auch ein außergewöhnliches Let's Play, weil, wie gesagt, ich dieses jetzt gerade mal für euch angespielt habe und das schiebe ich mal so dazwischen zu meinen anderen Let's Plays, die ich bis jetzt gemacht habe. Ich wünsche euch einfach Spaß, schaut euch das an, ihr könnt selbst entscheiden, wie ihr das findet, ob ihr es mögt oder nicht mögt. Es gibt ja viele Fans, so wie ich auch, die Jahre World of Warcraft gespielt haben oder Diablo auch gesuchtet haben. Starcraft habe ich eher weniger gespielt, da kenne ich die Helden nicht so, aber so halt World of Warcraft und Diablo waren ja Spiele, die man auch eine längere Zeit gespielt hat, die einen gefesselt haben
Und wie gesagt, ich hoffe, dass es bei Heroes of the Storm auch so ist. Ich spiele es für euch an. Ich stelle euch ein paar Helden vor im Gameplay. Wie sieht die Karte aus? Was gibt es für Karten? Und wie sieht das Ganze überhaupt im Spiel aus? Also, seid gespannt und bis im Gameplay. Ja, und hier halt der Illidan, einer der Helden aus World of Warcraft. Ihr dieses Ich glaube, sie haben Hunger. Ist das alles? Ich werde ungeduldig. Es ist an mir zu handeln. Ja, gegen Nair hat man natürlich keine Chance. Ein Held hat den Kampf verlassen. Sollte das mal mit ihm machen. Aber er macht Spaß. Zeit für meine Rache. Wählt ein Talent. Das Böse. Getötet. Zu viele. Zeit für meine Rache. Wut freien Lauf. Ja, dann haben wir mal Arthas gefühlt, aber nur mit Hilfe von meinem. Nicht mit Hilfe von meinem Team. Wählt ein Talent. Ist schwächer als der eurer Feinde. Ein Held ist in den Kampf zurückgekehrt.
scheinbar, was euch erwartet. Wo ist die Hölle? Werden mir die Pest an den Hals wünschen. Ja, so eine kleine Mobcam sollte man mal mitnehmen. Aber das ist halt Lidan. Endlich! Tja, das ist unser Falstar. Seine Tore in hat auch nur zwei. Fängt an. Sekunden. Erhöht die Reichweite des Hammerrangs und die Dauer der Verlangsamung. Vier, erhöht die Reichweite drei, der Fossilie. Nehmt durch den Hammer. Was es war. Kämpft! Oder was immer ihr sonst tut. Also dieser Held, Falstar, der fliegt halt durch die Gegend. Macht, schmeißt einen Hammer. Blitzableiter. Langsam dadurch. Und schön die Blitze. Erste Blut vergossen. Ihr müsst schon schneller sein und ein wenig mehr aushalten. Auf in den Himmel. Sehr auf die Himmel erwarten uns. Wähle ein Talent. War natürlich ein bisschen schlecht weggekommen. Sie waren die Überzahl und dann ist man schnell mal down. Versuchen wir das doch mal. Magie schlummert im Inneren der Tempel, bis ich mich entschließe, sie zu entfesseln. Koste es, was es wolle. Nehmen wir dieses Söldnerlager ein. Ja, so geht's natürlich. Zur Überzahl, ich bin alleine. Man sollte sich doch mehr an seine Teamkollegen halten. Man hat das Verlangen, draufzuspringen, zuzuschlagen, aber es bringt halt doch nicht viel, weil der Gegner halt dadurch viel stärker wird. Lasst uns diesen Kopf machen.
Eigentlich ist er so ein bisschen mehr der Fernkämpfer. Wenn wir dieses Söldnerlager einnehmen. Kein Problem. Unser Verbündeter braucht Hilfe. Ja, so kann es gehen. Jetzt hat der Gegner den Vorteil, macht den Erwähnung natürlich zu Ende machen. Weiter geht der Spaß. Das ist natürlich schlecht für uns. Jetzt haben sie den auch geschafft. Und wir sehen natürlich dadurch schlechter aus und wir liegen auch schon wieder ein Level zurück. Das ist nicht gut. Force liegt in Trümmern.
Nötige. Spiel ausgeschaltet. Ja, hier mit einem kleinen Pumpelchen. Als Unterstützer. Ja, wir können hier halt die Helden in Schafe verwandeln. Und hier bis ein kleinen Glück und 270 Schaden machen. Dann können wir noch unsere Geschwindigkeit erhöhen. Ein kleines Stückchen. Healen. Wir sollten diese Söldnerlager einnehmen. Ja. Kann man sich noch selber heilen? Also, mir ist Arcanes Feuer, Leuchtfeuer. Dann kann ich hier ein bisschen. Das ist Schaden, das Ziel kann 2 Sekunden lang weder angreifen noch Fähigkeiten einsetzen. Und ich kann hier meine Geschwindigkeit erhöhen.
Ich kann sich zu Verbündeten teleportieren, auch nicht schlecht. Das heißt, ich kann schnell mit dem Kleinen übers Feld pushen. Hat natürlich was. Ein Tor ist gefallen. Mal testen. Ich kann nicht teleportieren. Will ich noch nicht ganz. Ach so, dann kann ich heilen. Also ich kann nur eine bestimmte. Somit ein Held heilen. Langsam. Ich kann auch sehr langsam mal sehen. Ich komme noch nicht ganz klar damit. Die andere. Ist aber ein niedlicher Held. Okay.
Aha, also ich kann damit Verbündeten. Mit Schild. Ich kann mich auch selbst ein Schild geben. Ah. Ja, es ist für mich auch neu, das kleine Vogelchen zu spielen. Aber ihr habt so mal einen kleinen Einblick, was er macht. So ein bisschen arkane Leuchtfeuer, Gegner verwandeln, Schweinchen, Geschwindigkeit erhöhen, zum Gegner, zum eigenen zu teleportieren und ihn zu heilen und als Selbstheilung. Wir sehen uns beim anderen wieder. Ja, und das ist ja der Schurki. Die Zeit ist gekommen. Meine Golems kehren zurück. Das war noch erwischt. Ja, immer so der Einblick. Unserem Schurken hier im Match. Dafür hat er natürlich nicht viel Leben, das muss man dazu sagen. Und solange sollte man sich. Oh, haben sich doch die anderen getroffen. Sollte man doch nicht am Feind sein. Egal welcher. Wir liegen auch noch ein Level zurück, ist auch nicht gut. Ihr habt ein Tor verloren. Ja, man muss hier schnell weg. Sahen die anderen auch noch ein Level. Drei Level Vorsprung. Das ist dann meistens schon ziemlich scheiße. Drauf. Vier Level. Kaum eine Chance, den umzunocken. Aber er hat auch irgendwie, er hat was und das, er macht auch irgendwie Spaß.
Erfolge sehen hier, die wir noch nicht haben hier. Gibt natürlich noch ein bisschen Erfahrungspunkte mit dem Char zu spielen. Gerade am Anfang vom Level. Ich denke mal, wenn man sich mit ihm richtig eingespielt hat, ist er richtig stark. Wendet sich zu unseren Gunsten. Kämpft weiter. Wählt ein. Ich werde die Dämonen der Vergangenheit auslöschen. Schade, ich bin natürlich in die Schusslinie gekommen. Erhebt euch, Golems. Erhebt euch und lasst euch. Aber die anderen haben 78 Samen gesammelt und 22. Bedeutend stärker und er ist ganz schwach. Aber wie gesagt, das ist immer so der Eindruck von dem Schurken hier im Match. Da hätten wir noch die Nova. Stell ich mal anders mal vor. Mal. Er hat aber eine Flinte. Er hat hier so ein Dolch in der Hand. Euer Golem ist schwächer als der. Wie sehen uns überhaupt mal einen Helden? Ja, hier ist die kleine Lilly. Man hat ja, als man sieht, hat noch kein Level. Man kann jetzt endlich entscheiden, erhöht die Reichweite von heilendes Bräu oder eingesammelte Regeneration erhöhen Mana-Generation. Nehmen wir das. 4, 3, was ist denn das da drüben? 2, 1. Möge der Kampf beginnen! Das Ganze ist natürlich halt ein Teamplay irgendwo. Man sollte halt viel im Team machen. So, und dann sieht man die Karte hier, die wir haben. Und versucht natürlich erstmal ein bisschen zu leveln. Wolkenschlange. Ruft beim anvisierten verbündeten Helden eine Wolkenschlange herbei. Die Wolkenschlange greift Gegner in der Nähe des Verbündeten an. Dann haben wir hier heilendes Gebräu, halt den Verbündeten mit niedrigen Pumpen. Und dann haben wir die Rose blendende Winde, schleudert blendende Winde auf 2 Gegner. Helden, schon bald ist es Nacht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Welch eine freudige Nacht, um verflucht zu sein. Du bist hier so ein bisschen der Unterstützer, versucht den Helden ein bisschen zu heilen. Der Karte die Samen einsammeln. Mhm.
schaffen. Und da geht man mal drauf, wenn man nicht aufpasst. Und wir verletzen. Schlachtet sie alle ab! Ich nehme, was ich kriegen kann! Wer bitte schlägt ein kleines Mädchen? Ja, die Helden haben alle coole Sprüche einiges drauf. Das ist wirklich witzig gemacht. Das macht eigentlich wirklich Spaß. So die so gesagt Camps hier, die man einnehmen muss. Hallo, ihr da! Heil dich mal, bevor du aus den Latschen kriegst. Und dann greifen sie halt eben für einen an. Euer Hina hat ein Ungeheuer. Habt ihr was zu sagen? Wir sollten dieses Fort verteidigen. Das gegnerische Ungeheuer ist nun nichts weiter als verdorrte Gläser. Gegner verkümmert. Hallo, ihr da. Weiter so, Papa. Fördert das Wachstum der Pflanzen. Unkrautler erheben sich erneut! Befreit meine Samen! Thank you.
für die Ernte! Erweckt mein Ungeheuer zum Leben! Supi! Okay, nicht mich zu den seltsamsten Orten hin mit. Ich weiß nicht einmal, wo wir jetzt gerade sind. Warte schon mal in dort. Das Ungeheuer kann nicht lange warten. Nutzt seine Macht! Wisst ihr, mit wo gehen sie wohl hin, wenn sie mal... Hervorragend! Macht euch auf den Weg und reißt die Force eurer Gegner nieder! Ja, hier haben wir den kleinen Moradin, auch ein Krieger. Sind wir gleich im Kampf hier verwickelt. Mal schnell wieder heilen. Ja, was hat er für Grundfähigkeiten? Sturmschlag, wirft einen Hammer. Fügt dem ersten getroffenen Gegner 50 Schaden zu und betäubt ihn 1,5 Sekunden lang. Den Donnerschlag verursacht 80 Schaden und verlangsamt Gegner 2,5 Sekunden lang um 25%. Und der Sprung, wie man eben kurz gesehen hat, am Zielort macht Schaden. Machen wir hier gleich nochmal. Er springt, kann einen Sturmschlag machen, kann noch einen hinterher schmeißen, dann wird er betäubt. Ich kann weiter drauf einschlagen und versuche da den Held. Und dann bin ich auch schon draufgegangen. Zwei Helden, am Anfang kaum eine Chance. Dann gehört die Macht des Drachen euch. Bart, Blut, Bauch und Donner. Ich glaube, er macht auch Spaß, der kleine Zwergenkrieger. Zeigt mir, wo es lang geht. So, dann müssen wir mal schnell in Norden. Versuchen hier die Stellung. Wir sind natürlich wieder alleine und haben natürlich keine Chance, das einzunehmen. Wieder ein bisschen überstürzt, so haben der Gegner die Möglichkeit, jetzt den Drachen in der Mitte zu beschwören. Wählt ein Talent. Nur hier die Kleine. Also dann. Jetzt haben wir die Möglichkeit, den Drachen zu beschwören. War alleine und die Kontrolle geht wieder zurück. So, die anderen haben das Problem, die haben den Drachen beschworen, sieht man auf der Karte. Und der zerkloppt ziemlich viel.
natürlich geht es in der Gemeinschaft, wie man hier sieht, bedeutend besser, schneller. Man muss halt immer ein bisschen drauf achten, auf die Teamarbeit. Und dann sind halt die Camps hier, die sollte man mit dem Rücken ein bisschen einnehmen. Hier zum Beispiel. Sie auch schnell weg. Und bin wieder reingesprungen. Jetzt haben wir das Camp genommen. Bin trotzdem angeschlagen. Aber so viel zu dem kleinen Moradin. Er macht Spaß. Kann Ziele halt betäuben. Entfesselt den Zorn des Drachen. Und das macht ihm aus. Zeit, ein paar Knochen zu brechen. Ja, der Leech gehe ich jetzt ein bisschen im Action hier, aber. Endlich. Er hat seine Grundtalente halt: Todesmantel, heulende Böe und halt eisiger Sturm. Und halt Frostgramm, wo ich den Schaden maximal erhöhen kann. Hauen wir hier einfach mal dazwischen. Ziehen uns wieder ein bisschen zurück. Machen Todesmantel auf uns selber. Das sagt halt, ich kann mich auch selber heilen oder Schaden machen. Das war ein leichtes. Hier haben wir sie natürlich voll erwischt. Wir hatten natürlich gute Teamunterstützung. Ja, wir forten uns schnell zurück, dass wir unser Leben auffrischen können in der Basis. Euer Grabgolem erhebt sich. Doch er ist schwächer dann geht das ein bisschen als weiter. Eurer Feinde. Ja, man sieht, die haben mehr Eingesammelte. Unser Golem ist hier ziemlich low. Der andere ist bedeutend stärker. Das heißt natürlich, wir müssen halt diesen Golem so schnell wie möglich down kriegen. Da ist er auch schon. Hier ist man wieder auf einen selber. Und da hat unser Rena noch erwischt. Kam nicht schnell genug weg. Bin down. Zu wenig Unterstützung. Im Team. Aber ich will euch auch zeigen, wie das hier so den ganzen Helden abgeht. Ja, zu viele gegen einen Lichkönig. Keine Chance. Ja, dann haben wir auch schon einen Level Vorsprung. Und er greift jetzt unsere Basis an. Wir können nur flüchten. Na, es wird ein schnelles Spiel sein. Wir werden schnell gewinnen. Was kann ich machen? Unsere Basis ist kaputt.
Der Gegner hat gewonnen, unsere Gümpen da hinten rum. So schnell kann es gehen, aber um den Einblick mal zu kriegen, so wie der Held sich spielt. Er ist eigentlich kein schlechter Held. Ich bin nur ein bisschen oft draufgegangen, weil ich alleine bin und alleine hast du keine Chance. Du kriegst halt eben 20 Gold und gehst eine Stufe höher. Aber alles halb so schlimm. Aber wir sehen uns beim anderen Helden wieder. Das war ein kurzer Einblick mal in den Lichkönig. 4, 3, 2, 1. Tja, hier haben wir jetzt den Held Nacebo. Zum Hexendoktor. Der halt Untote beschwört und Spinnen und explodierende Frösche. Thank you.
entscheide dich für ein Talent. Mächtiges Mojo. Auch mehr Mana. Wer hilft mit, dieses Söldnerlager zu erobern? Sofort. Wähle ein Talent. Ich fühle mich gesegnet. Die Geister sind einfach. Hilft mit, dieses Söldnerlager zu erobern. Die Magie schlummert im Inneren der Tempel, bis ich mich entschließe, sie zu entfesseln. Der Gegner hat ein Fort zerstört. Die Zeit eilt. Sofort.
Ja, so viel zu Nacebo. Ich habe jetzt hier nicht viel gesprochen, aber sah man ja, er schmeißt, wie gesagt, die Frösche, die Spinnen. Und man hat nachher ab Stufe 10 kann man hier so einen Koloss, der ein bisschen mitkämpft, machen. Eigentlich auch ein sehr interessanter Charakter, dieser Held. Wir schauen uns beim nächsten, sehen wir uns dann halt wieder. Ja, ihr habt so gesehen mal diesen Eindruck gekriegt von Heroes of the Storm. Palden haben wir angespielt. Und ich hoffe, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat, dass ihr den Einblick gekriegt habt. Ein Spiel dauert meistens immer so 30 Minuten, kann man sagen. Und es ist zwischendurch auch wirklich spannend, weil es sehr knapp Entscheidungen sind. Und es gibt natürlich auch Spiele, wo man haushoch verlieren wird. Aber egal, man kriegt sein Gold trotzdem, das habe ich ja schon gesagt. Und ich hoffe, dass es ein bisschen Spaß gemacht hat, das bei meinem Let's Play hier. Und hiermit verabschiedet sich The Old Man. Bis zum nächsten Let's Play. Bis dahin. Ciao, ciao.